vorgestellt. S4SCI oder Fate. Und zwar Vorschau Nummer 9. Wir haben noch eine Kampagne offen. Kapitel 5, die gehörnte Chimäre. Ihren Mo erfüllt eine besondere Rolle im Stamm, die des Druiden. Du lernst Auren zu besänftigen und Tränke zu brauen. Die analysierst Ruinen und rettest einen notleidenden Stamm in diesem von Mason Lee bestimmten Abenteuer. Ja, starten wir das mal. Während du durch das Auge reisen, die Stämme durch die verschiedenen Gebiete gelingen, treffen sie dabei auf Regionen, die von Magie nur so strotzen. Sie sind für Ruinen aus uralten Zeiten. Ruinen sind die Überbleibsel aller Stämme, denen du oft Magie inwohnt. Gelegentlich kann man ihnen erinnern, ach, wisst ihr was, lest euch das mal durch und dann findet ihr das schon ganz toll. Auren sind dann noch im Gespräch und andere Gebiete, wie immer, und muss man was tun und ja, heilige Stätten finden, ist klar, das hatten wir ja schon und ja, weiter. Einige Zügler entdecken bereits ihren allerersten Zyklus, dass sie eine besondere Empfindlichkeit haben. Ja, das hat dieser Typ da auch, der dann der Druide ist, ne? Und dann rufen sie die Geister, ändern sich ihre Rolle, ist klar, ihnen sprießen große Zweige und diese Zügler werden Druiden und werden gemeinhin bewundert und geachtet. So, da sind wir auf der Karte. Irmo gehört zu diesen feindseligen Züglern, deren angeborene Empathie dazu treibt, Leib und Seele ihrer Begleiter zu heilen. Als der Stamm seine letzte Rast vor der Etappe zum Auge erreicht, spürt Iren Mo eine schreckliche Verzweiflung. Ein Zögling und sein Stamm sind nicht weit von hier in Not geraten. Der Stamm kann seinen Seilplan vollenden. Iren Mo verlässt sich und macht sich alleine auf dem Weg. Den Hauch der Verzweiflung der Brise dient dem Druiden als einziger Kompass. So, Iren Mo ist hier, nachdem es seinen Stamm verlassen hat, um einen anderen zu helfen. Flüstere ihm den Weg. Ja, flüstere ihm den Weg. Da steht ja schon so ein rotes Kreuzchen, dann sollen wir wohl da hingehen. Okay, da gibt's schon mal was. Da sind Ruinen. Als Druide ist Iren Mo in der Lage, die alten Sprachen zu verstehen und die Energie der Ruinen zu analysieren, ohne überhaupt einen Fuß hineinzusetzen. Teile Iren Mo den Analyse der Ruine zu. Iren Mo und analysieren. Ein Druide benötigt 3 Runden für Analysen von Ruinen, doch am Ende dieses mystischen Prozesses kennt der Stamm den Effekt, den die Erkundung der Ruine haben wird und kann sich entscheiden, es zu tun oder lieber zu lassen. Teile ihm die Analyse der Ruine zu, indem du sie per Rechtsklick auswählst und Analyse wählst. Ja, kennen wir ja schon. Wende die Ruine, bis die Analyse abgeschlossen ist. Die Runde, nicht die Ruine. Machen wir mal. Runde 5 hat es ergeben. So, jetzt können wir hier gucken. Setze den Sucher nach der notleidenden Stamm fort. Okay, wir gucken aber erst. Papier und Pergament, ah, da gibt's Wissen bei der Weisheit, alles klar. Ich denke mal, wir machen das definitiv, das ist bestimmt wichtig. Zack. Bücher erlernt ihr Mond neue Techniken, Kommunikation mit Weisheit und verbessert das eigene Wissen als Druide. Okay. So, das bedeutet, wir gehen mal weiter nach da. Oder lieber nach da, vielleicht lieber nach da. Und auf geht's. Oh, da sind schon Leute. Hier ist die Karawane mit ihren 3 Zöglingen. Es gibt bereits ein Zeltlager, so als sei der Stamm zuvor größer gewesen. Iren Mo sieht, dass der Stamm bereits den Druiden mit offenen Armen willkommen zu heißen und bereit über ein Bett verfügt. Bereits auf diese Entfernung erkennen der Druide 2 aufregende Zöglinge und ein zitternder etwas auf dem Boden. Jimka und Top winken verzweifelt mit ihren Armen, als sie den Armkömmling sehen. Sie wissen nicht, dass sie die Aufmerksamkeit des Druiden bereits vor mehreren Blinzeln geweckt haben. Pip, Architekt des Stammes, ist schwer erkrankt und verliert jede Runde 10 Lebenspunkte. Ohne medizinische Versorgung wird Pip in 9 Runden verschwinden und sich zu den Seufzern gesellen. Es gibt keine Zeit mehr zu verlieren, alle müssen jetzt ihr Bestes geben, um die Situation zu retten. Trotz seiner Krankheit muss sich selbst Pip an den Bemühungen beteiligen. Iren Mo gibt dem Stamm ein Rezept für Tränke. Ihre Herstellung erfordert 20 Kybrikas und 20 Gewürze. Außer benötigen sie eine Apotheke mit allen notwendigen Geräten für die Herstellung von Tränken und die Lagerung von Gewürzen. Außerdem benötigen sie eine Apotheke. Flüstere den Stamm zu, eine Apotheke zu errichten, diese benötigte Rohstoffe zu sammeln und einen Trank zu brauen. Hinweis, die Apotheke verbraucht bei jeder Herstellung von Tränken 4x Holz pro Runde. Okay, das heißt, Pip ist der Baumeister, ne? Ja, der soll eine Apotheke bauen. Können wir ja mal machen. Was brauchen wir denn für eine Apotheke? Aha, Holz, das haben wir aber. Können wir also bauen. Bauen wir auch gleich schon hier hin, oder? Dann hat Pip eine Aufgabe. Wir brauchen für den Trank Gewürze und Kybrikas. Was kann er Besonderes? Ist der beste Koch, dann kann er vielleicht auch gut Gewürze sammeln.
Es ist kein Gebäude verfügbar. Ach Gott, das geht nicht. Na, dann sammelt der Koch halt Rubrikas. Und das war der. Dahinter ist ja noch einer. Jimka. Was macht Jimka so gut? Dieser Zügel ist der beste Steinsammler des Stammes. Und Fallen stellen kann er auch. Aber naja, dann machen wir da lieber Kybrikas sammeln. So, dann haben wir noch ihren Mo über. Die kann ja hier druidentechnisch zwar was. Warte mal, gibt's hier noch irgendwie sowas? Steinbruch, Mine, Sägewerk. Ne, das ist jetzt nicht verlangt. Kantine, das ist ja cool, ne? Zeltlager und Markt. Okay, das ist der Baum des Druidens hier. Nächste Stufe, sie kann negative Ruinenereignisse in positive umwandeln. Für die Besänftigung von Auren wird keine Kanalisierung benötigt, okay. Ach, der kann Ruinen analysieren. Okay. Alles klar, und hier? Auren dauerhaft besänftigen. Das kann er aber nicht mehr machen, weil er schon das andere hat. So, da drüben ist ja auch noch was, ne? Aber der kann ja erstmal Holz sammeln. So, dann haben wir alle beschäftigt, glaube ich, ne? Oh, das ging aber hier schnell, ne? So, das bedeutet, er hat jetzt nichts zu tun, dann kann er jetzt hier die Gewürze sammeln. Der Kybrikas, der Holz. Was wollen wir mehr, oder? Kybrikas haben wir keine. Vielleicht sollten wir... Lass mal einmal Holz sammeln. Ich weiß nicht, wofür es gut ist. So, er macht jetzt hier bei den Gewürzen weiter. Wähl den mal gerade aus, der hat aber noch keine, ne? Ne. So, wir brauchen 20 Kybrikas und 20 Gewürze, um diesen Trank herzustellen, oder? Habe ich mich da vertan? Ne, ne, irgendwo habe ich das schon gesehen. Ah, da. Ja. So. Die haben gerade abgeliefert. Jetzt haben wir schon 80. Warte, er hat jetzt hier Holz geholt, ne? Na, lass mal das Holz, das brauchen wir auch noch für Feuer. Kann er ruhig weitermachen und die anderen beiden auch noch. Ah, da kamen jetzt Gewürze an. So, jetzt kann er aber hier doch den Trank bauen dann, ne, oder? 42. 80. Passt da. Wie lange brauchen der für den Trank? Und... Ach so, hier hatte ich das eben gesehen. So, was du hast jetzt was gemacht? Das ist jetzt alles zu Dingens. Wie lange braucht er denn hier für den Trank zu brauen? Stellt her. Eine Runde. Das, okay, dann wird das wohl so sein, oder? So, jetzt hat er den Trank. Gute Arbeit, ein Trank befindet sich im Vorrat. Um ihn zu verwenden, wähle den kranken Zögling aus und klicke ihn mit der rechten Maustaste auf die Karawane oder Apotheke, um ihn die Einnahme des Trankes zu erteilen. So, das war er. Er kriegt jetzt den Trank. Dieser Zögling führt diese... Na. Ja, wenn er das so ausführt, ist ja toll, oder? So, die anderen... Ach, er hat hier gar kein Holz mehr, das ist weg. Dann kann er da ja noch Kybrikas sammeln, oder? Was denn Teile Pip die Karawane oder Apotheke zu, um zu trinken? Kein Ziel ausgewählt, klicke auf einen Punkt, drücke auf der Karte, um ein Ziel auszuwählen. Okay, das brauchen wir nicht. Das haben wir gerade erlebt. Ruine haben wir auch entdeckt, schon länger her. Ja, dann müssten wir jetzt... Hat er denn jetzt getrunken? So wie es aussieht, nicht, ne? Wie viele Stunden muss man denn einen Trank trinken, ne? Drei Runden auch, oder was? Der Stamm hatte Rationen in seinem Vorrat, doch sie werden zudem knapp. Sammler Kybrikas, falls der Vorrat zu nahe geht. Die Welle
naht und du musst die notwendigen Rohstoffe schaffen, um die Reise zur nächsten Rast zu meistern. Bisher wurde der Stamm durch eine gewaltige Aura gestört. Ihren Mann kann ihnen helfen. Ihrem Mo. Das ist eine Aura. Sie schützt den Wald und die umgebenden Dschungel. Unter ihren Einfluss kann nicht einmal ein einziger Zweig gesammelt werden. Das führt dazu, dass Jinkas Stamm nichts bauen und keine Fortschritte erzielen kann. Nicht nur das. Auren sorgen dafür, dass das Sammeln jeder Rohstoffs innerhalb ihrer Zone 50% weniger effizient ist. Solange sie nur die Hälfte der Rohstoffe einbringen können, ist der Stamm dazu verdammt, vor Hunger zu sterben oder von den Wellen eingeholt zu werden. Diese Aura ist eine Holzaura, die Wälder beschützt. Es gibt ebenso viele verschiedene Auren wie Rohstoffe. Ihren Mo spürt die schützende Vibrationen der Aura, die das Land eng umschlingt, wie eine Mutter ihre Kinder vor Gefahren zu schützen versucht. Doch Druiden kennen diese Sprache der in den Auren hausenden Geister. Ihren Mo kann diese Aura besänftigen. Der Druide kann erklären, dass dieser Stamm dem Land kein Leid antun wird und wird die Aura überzeugen, einige ihrer Rohstoffe mit den Zöglingen zu teilen, damit sie überleben können. Dazu gehört das Versprechen, dass der Stamm nun nur nehmen wird, was er zum Überleben braucht und dann weiterzieht und dass der Seufzer sie holen wird, sollte sie es brechen. Teile ihr Mo per Rechtsklick auf, um die Aura zu besänftigen. So, wo ist die? Ist die das? Ja. Haben wir ausgewählt? Ja. Ah, jetzt geht hier besänftigen. Der Austausch zwischen Zögling und Aura dauert für gewöhnlich 5 Runden. Die Aura wird sich von den ersten Bewegungen des Zöglings an beruhigen, doch unterbricht der Zögling seinen Tanz, kehrt die Aura wieder zu ihren schützenden Form zurück. Am Ende des Austauschs wird die Holzaura 20 Runden lang besänftigt sein. Sie werden dem Stamm helfen, indem sie ihm einen Bonus auf die Sammeln von Holz in diesem Gebiet gewährt, ehe sie abermals schützend wird. Hinweis: Eine Aura kann so oft besänftigt werden, wie es dem Stamm nutzt. Einige erfahrene Druiden können Auren dauerhaft besänftigen oder gar innerhalb eines einzigen Runde. Teile Pip der Kramer oder Apotheke zum Trinken habe ich schon erledigt. Kein Ziel ausgewählt. Wir sind jetzt da, oder? Okay, Ziele, kleiner geschützter Rast, 200 Erz, 200 Holz und einen Bergarbeiter brauchen wir. Okay. So, dafür brauchen wir Erz, das gibt's hier und da. Und da gibt es auch Stein. Hier gibt es aber nur 100. Wie viel Erz brauchen wir? 200. Also heißt, wir brauchen beides. Was ist das hier? Aura entdeckt. Okay. Mo ist schon auf dem Weg dahin. So, wie kriegen wir Dingens abgebaut? Hier, er ist doch unser Baumeister, ne? Der guckt doch, was macht er jetzt? Was brauchen wir für eine Mine? Für eine Mine brauchen wir nur Holz. Na super. Für den Steinbruch brauchen wir das. Aber wir brauchen ja nur die 200 Dingens. 100 Holz brauchen wir. Puh, das wird schwer. Also dieser und der, die bauen das weiter ab. Und was macht er? Der braucht 5 Runden, ne? Was machen wir mit ihm jetzt? Dann kann er ja die Kyrikas weiter abbauen erstmal, oder? Machen wir eine Runde weiter. Pip ist verschwunden. Das Schicksal hat uns entschieden. Das Lebensfunktion des Zügels verbieten sich unter dem Singen seiner Begleiter um Lagerfeuer mit den Seufzer. Pip wird ihnen folgen und sie leiten genau wie du. Wie, der bastelt hier Tränke ein nach dem anderen und haut dann ab? Glaubst du doch nicht, oder? Das ist ja der Hammer. Ich dachte, der trinkt den. Der war doch zugeordnet, stand da. Ah, da hätte man hier wahrscheinlich was machen müssen. Naja, dann ist das so. Tolles. Tolles Ding. Naja, dann würde ich sagen, sind wir erstmal für die Folge durch. Müssen das normal machen und dann wollen wir hoffen, dass wir es richtig machen, dass der dann auch den Trank trinkt und nicht noch einen zweiten bastelt. Na, das war ja wieder super, oder? Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne einen Kommentar schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.